Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Mayas Let's Play vom Spiel X Rebirth. In der letzten Folge haben wir unser Zuhause, würde ich sagen. Das ist die große Station da hinten. Ne? Fliegen wir ganz kurz hin. Das ist diese Riesenstation. Das Farmerlab. Das heißt, das sieht man auch hier. Die Station kann man auch drehen. Schaut unheimlich geil aus, finde ich. Das ist mein. Genau. Haben wir besucht und okay. Und in dieser Folge wollte ich auf der Suche machen nach einem Konstruktionsschiff. Denn diese Station des Farmerlab ist bald fertig. Und ja, ich habe vor, die nächste Station zu bauen. Und dazu braucht man ein Konstruktionsschiff. Den Architekten, was ich jetzt habe, den werde ich rausschmeißen. Das ist ein bisschen zu langsam. Den muss ich raus. Raus, jawohl. Erreiche ewiger Wächter. Okay. Aber hier wäre auch eine. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Ja, passt schon. Hier wäre auch eine coole Position für eine Station. Also hier fliegt man ja raus. Und dann hier kommt das Konstruktionsschiff hin. Ungefähr hier. In diese Richtung wird die Station gebaut. Von der Höhe müsste, glaube ich, auch passen. Ja, das wäre genial. Da oben sieht man Schiffswerft. Erreiche Licht der Hoffnung. Licht der Hoffnung, ja. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. So, wo ist jetzt die Schiffswerft? Bleiben wir kurz stehen. Denn hier, Schiffswerft ist da links von mir. Ah, okay, dann muss das ein Schiffswerft sein. Aber die braucht, glaube ich, nur kleine Schiffe, so wie es ausschaut. Jetzt will ich gerade sagen, kleine Fische. Die Schiffe natürlich. Okay, aber jetzt 63% schon erkundet. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich keine 100% geschaffen habe. Geschafft habe. Hier können wir zum Beispiel andocken. Kleinschiffhändler, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, hier gibt's ja kleine Schiffe. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Die Endstation des Farmerlabor zu verteidigen. So, dann müssen wir den Händler finden. Scheiße, ob es Kisten gibt. Ach, denn ich hab's gewusst. Leer. Leer. Sehr gut. Ah, hier war auch noch eine. Gourmet-Nahrungsmittel. Hier war auch noch was. Metallschrott, Metallschrott. Sehr gut. Wenn ich das eine, wo Müll rausbringt. Okay, das ist ein cooles Schiff. Hier gibt es meistens auch immer ein paar Sachen. Hier ist nichts. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist eine Kiste. Leer. Okay, schau, dass man hier mit dem Aufzug nicht runterfahren kann. Oder hier rausspringen. Okay, geht auch nicht. Ich soll gleich auf die andere Seite laufen. Meistens gibt es hinten noch ein paar Kisten. Ha! Eine.
Medizinische Ausrüstung. Okay, die können wir wieder verkaufen. So viel ist jetzt auch nichts wert. Oben auf den Glaskisten sind ab und zu auch mal so Sachen. Metallschrott, schon wieder. Okay, hier ist Nahrungsmittel, Rekrutierungsoffizier. Also Marines haben wir, glaube ich, genügend mittlerweile. Okay, hier ist Kleinschiffhändler. Kleinschiffhändler, okay, haben wir hier schon mal. Es ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass es vor 40 Jahren gar keine Highways gab. Ja, den Dialog kenne ich schon. Guten Tag, Pilot. Okay. Was kann ich Ihnen anbieten? Schiff modifizieren. Schiff reparieren. Okay. Okay, das geht nicht. Gehen wir zurück. Schiffe kaufen. Hier haben wir eine Auswahl aller Schiffe, die wir für Sie bauen können. Camulus. Okay. Also 2 Millionen Credits. Uiuiui. Teuer. Rustan sind Kampfschiffe, okay. Das sind Rohstoffförderschiffe, das sind Handelsschiffe. Fangen wir mal die Enzyklopädie. Camulus. Wie schon die Camulus-Angreifer und Camulus-Aufklärer ist auch die Camulus-Verteidiger eines der am besten bewaffneten Schiffe in der JSS-Flotte. Wenig überraschend beeinträchtigt die geringe Beschleunigung und Wendigkeit die taktischen Möglichkeiten dieses berüchtigten Schiffes nicht im geringsten, da sie mit einem umfangreichen Arsenal an nicht zielfolgenden Raketen ausgeglichen werden. Zusätzlich noch mit einer Reihe von starken Energiewaffen ausgerüstet, konnte die Camulus-Verteidiger ihren einzigartigen Wert als Kampfschiff in mehr als einer Schlacht unter Beweis stellen. Ihre Rolle im 4. Xenon-Aufstand kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Okay. Wir sagen, da kaufen wir gleich mal eine. Wie viele wollen Sie kaufen? Boah, ey. Das wäre... Nee, lieber nicht. Angreifer. Die Camulus-Angreifer ist ein Jäger mit überdurchschnittlicher Beschleunigung und Wendigkeit sowie ansehnlichen Waffensystemen. Wie alle von Jonferson Space Systems gebauten Schiffe basiert auch der Camulus-Antrieb auf der Materie-Antimaterie-Zwei-Wege-Umwandlungstechnologie. Als sich Jonferson Space Dynamics Division direkt nach dem Versagen der Tore auflöste, führten in verschiedenen Sektoren angesiedelte Tochterunternehmen ihre Geschäfte eigenständig fort. Jonferson Space Systems ist dabei das größte unter ihnen. Alle aus der Auflösung von JSDD hervorgegangenen Unternehmen haben eines gemeinsam, der gewaltige Entwicklungsvorsprung in der MAM-AMM-Umwandlung. Umfangreiche Anstrengungen von Konkurrenten, die Technologie nachzubauen oder rundheraus zu stehlen, sind bisher erfolglos geblieben und so blieb diese Innovation sicher in den Händen der ehemaligen JSDD-Tochterunternehmen. Okay, ich wollte es eigentlich selbst vorlesen, aber... Wie bei fast allen Schiffen der JSS basiert auch der Antrieb der Camulus-Aufklärer auf der eigenen MAM-AMM-Umwandlungstechnologie. Die Grund... Ja, ist schon gut. Camulus-Aufklärer. Wie viele wollen Sie kaufen? Uiuiuiui. Nee, kaufen lieber nicht. Das war ganz schön teuer, sind die. Verlassen wir die Plattform mal. Spielstand gespeichert. Also diese Sektoren finde ich mal richtig geil. Ist alles so klar. Man sieht ewig weit. Oh. Okay. Das eine. Das zweite. Sehr gut. Es muss irgendwann noch eine Schusswerf geben, wo etwas größer ist. Okay, jetzt war ich hier. Welcher Weg war das? Das war, glaube ich, der große Gelehrte. Da sind wir auch hergekommen. Hier gibt es auch eine Schusswerft. Eine Sprungboje, okay.
Auftragsfertigungswerft. Okay, da fliegen wir einfach mal hin. Na, geht das einmal? Schusswerft, Kurs setzen. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich bei der einen Schiffswerft angekommen bin. Also, bis gleich. Hi Leute, bin wieder da. So, bin bei dieser Schiffswerft angekommen und schau mal nach einem Schiffshändler, Großschiffhändler, jawohl. Sogar einer zu Hause. Dies ist die Albion Sky. Ja. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Die Kisten nehme ich auf jeden Fall mit. Ganz schnell. Metallschrott, okay. Hier ist auch wahrscheinlich Metallschrott. Ich bin gespannt, wo der Schiffshändler diesmal ist. Okay, ist ein Pilot. Den brauchen wir nicht. Da ist auch nichts, da ist er nicht. Das war's. Na? Ah, komm, jetzt. Das war das Raumfliegeneier. Uiui, sind illegal. Also schauen, dass wir die schnell verkaufen. Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Bitte schön. Da können wir es richtig coole machen. Kann ich Ihnen noch etwas anderes anbieten? Goldnuggets, bin ich gespannt. 90.000, okay. Diamantsplitter. Boah, 217.000, jawohl. Dankeschön, cooler Handel. Ist oben was drauf? Du bist was drauf oben? Hab ich's? Nee. Tipp. Ah. Ach komm. Hitze. Wo muss ich hin? Ich glaube da hin, oder? Ist keine Kiste? Nee, hier ist keine Kiste. Schauen wir schnell Splinter rein, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Halt, lass mich raus. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ich meine, irgendetwas? Ja, passt schon. Dieser Pilot, der wird mir nichts, gar nichts verkaufen. So, wo ist der? Der Großschiffhändler. Ah, da drüben ist noch eine Kabine. Guten Tag, Pilot. Was kann ich Ihnen anbieten? Ja, jawohl, die können wir hier schön verkaufen. Wie kann ich Ihnen noch helfen? Mineraldünger können wir auch verkaufen. Können wir auch ein bisschen was. 3000. Jawohl. So. Das ist der Schiffshändler. Also Pilot, okay. Hallo. Schiffhändler. Wer Schiff zum Bau? Okay. Das ist sehr gut. Bleib mal verlassen. Muss ich wirklich noch weiter suchen, bis ich endlich einen Schiffshändler finde, mit dem man ein Konstruktionsschiff kaufen kann? Das gibt's doch nicht. Hier gibt's auch einen Großschiffshändler. Dies Andock. Ist die Albions. Ja, erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock Erlaubnis erteilt. Okay, jetzt laufe ich nicht hinter zu den Kisten. Hat die noch kurz? Da war auch nichts drin. Jetzt ein bisschen mehr Action auf die Station wäre cool. Wenn wir jetzt, muss ich irgendwie Waffen zusammen craften.
dann muss man irgendwie eine Tür freispringen, dass man da reinkommt. Und dahinter gibt's dann Goldbahn oder irgendwas. Tonverkäufer, okay. Metallschrott. Ja, irgendwo wird es ja wohl noch den Händler geben. Na, war nichts drin. Also, hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Medizinische Ausrüstung. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Xenokomponenten. Ne, die behalten wir erstmal. So, wahrscheinlich da drüben, hundertprozentig. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Schönen Tag wünsche ich. Ja, schönen Tag. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass vor 40 Jahren noch keine Highways existierten. Da ist er. Ja? Nur in der letzten Ecke hockt er. Okay, da können wir auch kein Konstruktionsschiff. Eieiei. Ich wüsste eine Station, aber die ist ein bisschen weiter weg. Jetzt haben wir die zwei erkundet. Mal schauen, gibt es hier vielleicht noch eine Plattform zum Andocken? Wo es ein Großschiff da gibt. Da ist auch eine. Und hier gibt es auch ein Großschiff. Hier wird auch gerade ein großes Schiff gebaut. Oh, krass. Das war richtig groß. Da laufe ich jetzt einfach durch. Na komm. Andocken. Bleib stehen. Stehen bleiben. Dies andocken. Ist die Albion. Jawohl. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andocken Erlaubnis ganz schnell erteilt. Prozentig irgendwo da links. Ne, da war nichts. Schwarzmarkthändler. Split, da muss ich was verkaufen. Wir machen gute Angebote. Okay, das passt eigentlich gut. Ich kann Tschüss verkaufen, Pilot. Also ich kann zumindest damit nichts anfangen. Und wahrscheinlich in der letzten Ecke. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Metallschutz. Was darf ich Ihnen ansonsten? Nix. Wo ist der Kuschelfändler? Schrotthändler? Kuschelfändler ist er ja. Hallo Kumpel. Verfügbare Schiffe anzeigen. Das gibt's doch nicht. Preis. Die wir kopiert. Konstruktionsschiff. Was kann ich mit dem Konstruktionsschiff bauen? Ein sogenanntes Aska, eine okay, hier steht's. Verfügbare Station. Konstruktion bei Auslieferung. Ufo Sternenblicks. Sobald ein Aska an seinem Bestimmungsort ankommt, baut es Stationsbestandteile aus den mitgelieferten Komponenten auf und kann daher nur einmal eingesetzt werden. Jegliche im Aska mitgelieferte Komponenten werden in versiegelten Containern aufbewahrt, die bis zum Beginn der Konstruktion nicht wieder geöffnet werden können. Ein Aska eignet sich daher nicht für den Transport und Verkauf von Waren. Okay, das wollte ich selbst mal vorlesen, aber egal. Okay, ich wollte schauen, welche Art von Station es hier gibt. Okay, das haben wir ja bisher selbst schon gehört. Die Pharmazeutika-Labore sind spezialisierte Einrichtungen zur Herstellung von Chemikalien für medizinische Anwendungen. Narkotika. Sie sind unterteilt in mehrere Abteilungen, in denen Medikamente und dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes Aska. Das liest noch mal vor. Eine Anlage zur Selbstkonstruktion bei Auslieferung. Sobald ein Aska an seinem Bestimmungsort ankommt, die Wasseraufbereitungsanlagen bauen selbst kein Wasser ab, sondern sind auf Wasserlieferungen durch Zulieferer angewiesen. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes Aska, eine Anlage zur Selbstkonstruktion bei Auslieferung. Sobald ein Aska an seinem... Diese Anlage ist unverzichtbar für die Herstellung von kritischen Bordsystemen für Raumschiffe und stationäre Einrichtungen.
Hier hergestellte Komponenten werden in Großschiffen, orbitalen Verteidigungsplattformen und linearen Beschleunigerringen verbaut. Die meisten großen Maschinen und Geräte an Bord großer Schiffe werden in den Technocore-Teilefertigungen gebaut und integriert. Gut, dann wissen wir es auch. Okay, Bauplan. Okay, ist auch ziemlich... Uiuiui. Diese Anlage ist Baukosten. 19 Millionen Credits. Okay, das wäre eigentlich relativ diese günstig. Diese Anlage ist unverzichtbar. Schiffstyp ist ein sogenanntes ASCA. Eine Anlage, die Pharmazeutika-Labor... Okay, nee, doch nicht. Das hat bloß 7,2 Millionen Credits kostet. Die Pharmazeutika-Labore sind spezialisiert. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes ASCA. Megazell. Eine Anlage Material zur Selbstkonstruktion bei Auslieferung. Materialzulieferer stellen für große Bauprojekte wie Schiffshüllen, Stationsgerüste oder Beschleunigerringe benötigte Baumaterialien her. Obwohl selbst nicht als Hightech betrachtet, sind viele andere Hightech-Industrien auf die hier hergestellten Materialien angewiesen. Der Bau von großen Strukturen erfordert die Fähigkeit, riesige Mengen extra großer Baublöcke zu liefern. Für Materialzulieferer ist es nicht ungewöhnlich, Stahlträger von mehreren Kilometern Länge oder massive Stahlwände mit Flächen von mehreren Quadratkilometern zu fertigen. Okay. Metallwerte. 30 Millionen Credits. Eieiei. Materialzulieferer. Bauplan. Okay, Verteidigungsanlagen sind auch vorhanden. Materialzulieferer stellen. Dieser Schiffstyp ist ein sogenanntes ASCA. Eine Anlage zur Selbstkonstruktion bei Auslieferung. Sobald ein ASCA an seinem Bestimmungsort ankommt, baut Bofu Sternenplexe zählen zu den größten existierenden Nahrungsmittelproduktionsanlagen. 11 Millionen wäre eigentlich relativ günstig. Bofu-Sternenplexe zählen zu den größten existierenden Nahrungsmittelprodukten. Ja, egal. Jetzt wissen wir, wo der ist. Machen wir einfach hier einen Screenshot. So. 12 passt. Ich würde sagen, tun wir in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was wir bauen können oder beziehungsweise bauen werden. Was hier, ich würde glaube eher diesen Sektor bevorzugen. Hier gibt es Metallschmiede und Chemielabor. Ich glaube, ich wäre dann eher hier oder so. Ja, genau. Wäre ich werde ich Stationen bauen. Was hier für logistisch mäßig ja, einfach besser ist. Ja gut, würde ich sagen, was ist für diese Folge? Hallo Kumpel. Ja. Bis dann, Kumpel. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Macht's gut. ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich kann nicht verstehen, was das ganze Getue um KI soll. Ich habe mein Verabschieden auch noch unterbrochen. Ist bei der Ruhe. Schnell das Aquarium hin. So. So, jetzt kann ich hoffentlich in Ruhe reden, ohne dass ich wieder unterbrochen werde. Das ist der Schwarzmarkthändler. Also, jetzt zum Schlusstext. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play X-Ray Bird. Macht es gut, bis dann. Ciao.